Guten Abend, ihr Lieben. Ich hoffe, du hattest ein wundervolles, entspanntes Wochenende. Dir geht es gut und du bist in deiner Kraft. Mit der jetzigen Vollmondenergie für die kommenden Tage für dich. Lehn dich zurück, entspann dich und wir schauen, was auf dich zukommen möchte. Ich arbeite hier mit dem Queen of Moon Oracle. Und wir haben hier für dich Protection, Schutz. Geborgenheit. Du kannst es gar nicht hier sehen. Schauen wir. Lass dich führen durch die unendliche Wärme, durch die Kälte, in die Geborgenheit, zurück zu der Geborgenheit. Und ich werde dir jetzt einmal diese Karte näher bringen. Wir schauen, was sie dir im Detail noch mitteilen möchte. Ihre höhere Kraft, wie auch immer sie sie beschreiben, ist eine liebevolle und schützende Energie. Du wirst geliebt, beschützt. Identifizieren sie ihre Ängste. Sie können sich besser schützen. Vertraue dir selbst. Ich werde geliebt und beschützt. Wenn der Mondzyklus die letzten Halbmonde erreicht, in diesem Fall die Abnehmenden, wissen wir, dass der dunkle Mond naht und damit auch der Neuanfang des wunderschönen Neumonds. Hier ist unsere Chance, unseren Widerstand loszulassen, Kapitulation und loslassen, das mit Zuversicht zu tun. Wir haben vielleicht das Gefühl, dass wir etwas Unterstützung vom Universum brauchen oder was auch immer wir für eine höhere Macht halten. Diese Unterstützung kann darin bestehen, sich vor allem, was passieren könnte, geschützt zu fühlen und zu helfen. Wir bekommen den Mut, das loszulassen, was gehen muss. Hexen und andere heidnische Praktizierende, die Mond- und Jahreszeitenenergien nutzen, werden oft gebeten, Menschen mit Zaubersprüchen, Techniken und sogar Talismane zu unterstützen. Diese dunkleren Monde und der dunkle Mond selbst bieten eine großartige Gelegenheit zu diesem Zweck. Etwas zu erschaffen und zu wirken. Eine einfache Möglichkeit besteht darin, sich mit der Erde zu verbinden, diese wohlwollende und liebevolle Energie zu wecken und sich den vier Richtungen zuzuwenden und jede Richtung zu bitten, sie bei ihren Bemühungen zu beschützen und zu beschützen. Dann verbinden sie sich endlich mit dem Mond selbst, mit ihnen als Kanal in der Mitte, voller Kraft und Selbstvertrauen. Vertrauen sie darauf, dass sie das tun, was sie tun müssen. Wundervolle Botschaften. Schau, inwieweit sich jetzt etwas bei dir zeigen möchte. In voller Vielfalt. Wärme, Schutz und Geborgenheit. Sich alles bei dir regeneriert. Jede einzelne Phase deines Körpers. Wundervoll. Ich wünsche dir einen wundervollen Abend mit voller Liebe, Licht und Geborgenheit. Und Wärme. Gute Nacht.